Ja, Mario, gell? Uhrmacher, oder? Ist dein Beruf. Genau richtig, Das ja. ist schon immer dein Traumjob gewesen. Das ist immer mein Traumberuf gewesen. Ja, schon als kleiner Bub habe ich Weckerli gesammelt, habe ich die auseinandergenommen. Und für mich war immer klar, dass ich Uhrmacher lernen will. Das ist immer schon mein Traumberuf gewesen. Aber dann hast du nicht so grosse Uhren gedacht, wie wir es so eine haben, oder? Grundsätzlich gefallen mir die großen Uhren. Also, ich bin nicht Uhrenmacher, weil mir das ganz, ganz feine gefällt, sondern mir gefallen auch die großen, weil da sieht man die Mechanik gut und ja, das finde ich noch schön. Und da sind wir jetzt vor einer Flötenuhr, die haben wir gerade restauriert. Das ist etwas ganz Spezielles. Da hat es hinten einen Blasbalg drin, der Luft pumpt. Und hinter der Uhr hat es einen Haufen Flöten. Jetzt tut der Blasbalg die Luft durch die Flöten pumpen und somit spielt die Uhr eigentlich automatisch wie eine Orgel. Und jetzt haben wir hier, oder? Daheim habe ich auch noch so eine kleine Schwarzwälderuhr. Ich habe das Gefühl, ich muss jeden Tag den aufziehen. Das ist bei der jetzt, glaube ich, nicht so, gell? Du hast hier links das grosse Gewicht, das ist, glaube ich, für die Flöte, gell? Genau richtig. Das ist für die Flöte. Das ist für die Uhrwerk an sich, damit die Uhr die Zeit anzeigt. Und das ist für das Schlagwerk. Also die Uhr hat noch zuerst ein Schlagwerk, wo zuerst auf den Glocken tönt. Und da geht dann länger, also da geht dann, da muss man die Woche noch mal aufziehen, oder wie ist Nein, denn da das? muss man auch jeden Tag aufziehen. Auch die da in der Mitte, die Ja, da. genau richtig. Die gehen recht schnell durch ab. Und Flöten auch? Flöten muss man sogar mehrmals täglich aufziehen. Das ist so gedacht, dass man einfach sie am Morgen einmal aufzieht und bis am Abend sollte es dann abgelaufen sein, damit es nicht in der Nacht spielen wird. Tätst du jetzt so eine Uhr bei dir daheim aufstellen? Ja, also an der hier hätte ich auf jeden Fall Freude. Ja, genau. Weißt du, ich war mal mit Christoph Blocher im Interview gewesen, und danach hat ihn immer eine Uhr getickt und die Sekretärin hat dann gesagt, die müssen wir abstellen. Der Christoph Blocher hat aber gesagt, nein, das ist ganz wichtig. Gell? Wenn man mal so die Liebe zu diesen Uhren hat, gell, dann stört ihm das Tick-Tack eigentlich nicht. Ist ja Nein. gemütlich. Ja, also das Ticken ist etwas sehr Beruhigendes, finde ich etwas sehr Schönes und macht auch gerade so ein heimliches Gefühl. Bist du immer ruhig, wenn du so etwas musst flicken, also, oder restaurieren? Das ist ja wahrscheinlich mal eine Nervensache, nicht? Ja, man muss schauen, um immer ruhig zu bleiben. Man darf die Nerven nicht verlieren, auch wenn es mal nicht beim ersten Mal klappt. Da muss man wirklich, ja, ganz ruhig sein, damit es funktioniert dann. Jetzt haben wir natürlich Echtzeit, gell? Halb neun. Ja. Wenn flötelt die jetzt wieder? Also die flöten wieder am 9. Aber wir tun jetzt mal ein bisschen vordrehen, damit wir das sehen. Jawohl. Jetzt gehen wir mal früher auf die 9. Zuerst wird die Glocke schlagen 9 Mal. Das ist eine kleine Bronzeglocke, die da hinter dem Zifferblatt drin ist, wo mit dem Hammer angeschlagen worden ist. Und etwa eine Minute, zwei später fängt dann die Flötenuhr an zu spielen und dann sind die zwei Flötenmusikanten, die dann da sich bewegen. Also was jetzt hier noch fehlt, ist eigentlich nur der Applaus, gell? Meine Schwester ist Flötenlehrerin, die würde auf Applaus warten. Du natürlich, dann denke ich auch, oder? Wenn man dann so etwas restauriert hat. Wie lange hast du jetzt denn so etwas? Das ist sehr aufwendig, so eine Restauration. Also das ist über mehrere Wochen haben wir da dran geschafft. Und das sind also einige Stunden Arbeit gewesen.
Jetzt gehen wir vielleicht mal schön hinter. Zeigst du mir mal die Flöte noch? Ja, gern. Das sind die hier oben, gell? Die? Genau, das sind die Flöten. Verschiedene Längen für verschiedene Tonarten und der Gross da ist der Bass. Aber weißt, ich meine, ist klar, du bist angefressen, du bist interessiert, aber kommt jedes Mal etwas Neues auf dich zu, oder? Ja, genau. Also so eine Flötenuhr habe ich jetzt zum ersten Mal restauriert und das finde ich aber auch spannend am Beruf. Also man hat nie alles gesehen, es kommt immer wieder etwas Neues, es ist jede Uhr anders. Und hat auch jede Uhr wieder ein bisschen anderen Fehler. Und so wird es einem nie langweilig. Können wir mal rausgehen zur anderen Uhr, die wir vorher gehört haben? Ja, die ist hinten. Ah, die war hinten da gewesen? Genau. Ah, da habe ich im Fall schon gehört. Also das sind Uhren, die entweder da sind, die noch darauf warten, dass sie repariert werden, oder die schon repariert sind und bei uns sind noch zur Gangkontrolle. Wir tun dann auch jede Uhr immer genau einstellen, dass sie so genau wie möglich läuft und überprüfen, was alle Funktionen tun und nachher tun wir dann den Kunden wieder zurückliefern. Unglaublich, he? Kann man so über den Daumen peilen zeigen, was so eine Restauration von einer so einer Uhr kostet? Was ist völlig unterschiedlich halt, he? Das ist sehr unterschiedlich. Also die, die wir hier jetzt an der Wand sehen, die sind meistens so um die 500, 600, 700 Franken. Und nachher gibt es natürlich auch Sachen, die viel aufwendiger sind, die dementsprechend mehr kosten. Aha, ja, ich hätte es eigentlich noch mehr gedacht. Also das ist relativ günstig, das lohnt sich natürlich alleweil, gell, wenn man so eine Uhr daheim hat. Ja, vielfach sind das auch Erbstücke und die Leute hängen dran und dann lohnt sich das auf jeden Fall, dass die Leute die Uhr erhalten können und so weiter. Jetzt hier sieht man deine Werkstatt, gell? Es ist ja alles natürlich genau, unglaubliche Viehharbeit, Mamma mia, ja. Eben, da können wir natürlich nicht alles zeigen, das ist klar, aber es ist unglaublich viel. Du machst ja Zahnrädchen selber, gell? Genau, ja. Ich tue ja selber auch Uhren herstellen. Da tue ich alle Zahnräder selber fräsen. Wir können es noch einmal zusammen eins fräsen. Ein Zahnrädchen? Ja, ich habe gerade eins in Arbeit. Also zusammen heisst die Filme, du machst. Genau, richtig. Ja, da können wir mal schauen. Ja, gut, ja, sehr gerne. Das ist jetzt so ein Rohstückchen hier. Genau, richtig. Also das habe ich aus einem Messingblech ausgesägelt. Eigentlich der Grundstoff für meine Uhren sind alles entweder Blech oder so Rundstangen. Das ist jetzt aus einem Blech gemacht. Habe ich von Hand ausgesägelt. Jetzt spanne ich das hier auf so eine Aufnahme drauf, um das noch in die Drehbank einspannen. Dann tun wir das zuerst auf den Durchmesser abdrehen. Das ist eine vierjährige Lehre, gell? Richtig, ja. Und nachher geht es weiter mit der Erfahrung, oder nehme ich an? Ja, die Zeit nach der Lehre ist natürlich auch sehr wichtig. Da muss man interessiert sein und immer bereit sein, um dazulernen. Und dann kommen eben auch eher zum eben wirklich so interessante Sachen machen. Das ist noch ein bisschen eine Nervensache, wenn dir jetzt mal etwas verreckt, was ist denn? Ja, wenn etwas verreckt ist auch nicht so gut. Also im Idealfall ist es etwas, was man selber wieder herstellen kann, dann ist es nicht so schlimm. Also wenn mal etwas ganz Altes abverreckt, dann ja, ist nicht so einfach. Muss man immer eine Lösung finden, dass man es entweder irgendwas wie herstellt oder dass man irgendwo das Teil dann noch beschaffen kann. Und für welche Uhr ist jetzt das Teil? Das Teil ist für die Uhr hier. Das ist also die rote? Nein, die hier. Ach so. Das ist eine, die ich selber herstelle. Das ist jetzt eigentlich erstmal das Grundwerk, das man hier sieht. Da ist zum Beispiel die Feder drin, wo die Kraft abgibt am Räderwerk da drin. Dann geht es über das grosse Zahnrad. Das hier, das ganz grosse, das hat 420 Zähne. Also da war ich einen halben Tag am Zähnfräsen, bis ich die alle hatte. Hey, die läuft ja voll. Ja, genau. Die ist ein Räderwerk, das sehr, sehr eng läuft. Es ist außergewöhnlich, dass man so ein Räderwerk anschubsen kann und das läuft dann einfach
Das liegt daran, dass ich die jetzt speziell in Keramikkugellager gelagert habe. Aber das ist Erfahrung, gell? Da muss man rumpröbeln. Da muss man rumpröbeln. Also das ist nicht etwas, was man in der Lehre lernt oder so. Das muss man wirklich dann selber mit dem Interesse daran drauf kommen. Ja. Und wo kommt das Zahnrädchen jetzt her, das du jetzt machst? Das Zahnrädchen, das ich mache, das kommt dann noch da drauf. Jawohl. Das ist das sogenannte Sperrrad, das wir machen. Es hat ringsherum eine Zähne und in der Mitte tun ich einen Vierkantfiler, der genau da drauf passt. Und das sorgt dafür, dass man durch, wenn man durch aufzieht, hört man so das Klicken. Tick, tick, tick. Ja, genau. Das ist das Zahnrad, das das macht. Ja. So, jetzt bin ich still, damit du dich konzentrieren kannst. Ja, jetzt geht es los. Jetzt muss ich nur noch schnell eine Schutzbrille holen. Aber weißt, wie machst du das jetzt? Wie viel Zähne muss das Rädchen jetzt haben? Das kriegt 18-10. Ah, da ist da natürlich ein Ring. Das ist mein Plan, den ich mir gezeichnet habe. Das ist einfach eine Skizze, ganz einfach. Nicht dem Zufall überlassen. Wie ist es gerade auf die 18-10 gekommen, weißt du? Ich habe zuerst entschieden, welcher Durchmesser passt mir da gut. Und dann müssen wir über den Umfang berechnen, wie viele Zähne man machen will, weil der einzelne Zahn von Grösse her sollte passen. Es darf nicht zu gross sein, aber auch nicht zu klein, sonst wird er dann zu fein und könnte abbrechen. Das erste Mal drehe ich das abdrehen. Jetzt wird es genau den richtigen Durchmesser abgedreht. Jetzt habe ich hier noch 29 halb, das heisst, ich muss noch ein bisschen. Machst du es nach Gefühl, oder? Nein, ich habe hier eine Skala. Jawohl, das sehe ich, jawohl. Ja, und da ist ein Strich ist ein Hundertstel. Weißt du, wie du vorher angemessen hast, musst du immer wieder kontrollieren, dann, gell? Genau, richtig, ja. Was immer wieder messen und aber halt im Kopf mitrechnen, was ich hier mache. Jetzt bin ich bei 28,72, das heisst, dass ich noch 72 Hundertstel abdrehen muss. Oder aber da hast du jetzt nur gerade auf Skala nicht verloren, gell? Nein, der würde es nicht klappen. Dann kommt das zu ungenau. Jetzt bin ich bei 28,1. Das heisst, jetzt muss ich noch 10 Hundertstel weg. Jetzt soll ich hier mal 8 Hundertstel abdrehen, um langsam dran zu kommen, damit es noch wirklich sicher ganz genau kommt. Jetzt bin ich bei 28,02. Jetzt soll ich 2 Hundertstel noch weg. Und jetzt hat es genau den gewünschten Durchmesser von 28 mm. Genau so haben wir es vorgestellt. Das heisst, ganz ehrlich gesagt, als Laie hochkompliziert, viel Erfahrung, viel Nerven und ja, also wahnsinnig finde ich das. Wie lange ist das gegangen, bis du das hast können, so? Also grundsätzlich lernt man mal das in der Lehre, wie man so Zahnräder herstellt. Und nachher habe ich mich natürlich weiter dafür interessiert, wie man selber eine Uhr konstruieren, was braucht so alles dazu. Und ja, braucht ein bisschen Zeit, bis man da alles im Griff hat. Aber was ist jetzt am Schluss die 200stel? Das lernt man schon wirklich in der Ausbildung. Als Uhrmacher lernt man, zum so genau zu arbeiten. Also man lernt sogar, zum auf 1000stel genau zu arbeiten. Unglaublich. Ja. Und das ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil das nicht hundertprozentig genau stimmt, ist mit der 18-10 auch nichts. He? Ja, das ist wichtig, dass es wirklich genau stimmt, ja. Wenn es so läutet, los ist, ob jemand eine noch nicht recht tut oder ob man eine Arbeit nehmen muss. Ja, man hört immer drauf. Bei dir merkt man es auch nicht und studiert immer im Nachhinein so, hätte ich jetzt geläutet oder nicht? Und dann steht man auch mal davor und hört wirklich einmal dort richtig geschlagen. Jetzt ging es an 10, nicht, gell?
Genau, richtig. Das ist immer Handarbeit. Also das ist nicht irgendwie. Da kannst du nicht jemanden reinlegen, gell? Und fertig ist es. Nein, also das machen wir wirklich hier alles in traditioneller Handarbeit. Klar könnte man so etwas auch mit CNC fräsen, aber es ist, erstens macht es mal nicht so viel Spass. Und zweitens, so wie wir das machen als Einzelanfertigung, würde das auch keinen Sinn machen, weil man muss das ganze Teil am Computer zeichnen und bis man das gemacht hat, habe ich das Zahnrad von Hand auch schon hergestellt. Und jetzt muss, ja, das kann man sich gut vorstellen, gell? Aber die Freifachung, die man meint, mit dem PC ist überhaupt nicht wirklich eine. Nein, ja. Was dann genauer ist, ja, vor allem zusammen mit älteren Uhren, das ist dann noch die Frage, oder? Ja, genau, vor allem bei älteren Uhren tun wir vielfach einfach mal ein bisschen viel und dann mal probieren und dann nochmal ein Hundertstel weg viel, bis es wirklich passt. Und das kann man wirklich nur in Handarbeit machen. Und jetzt machst du einen Zahn um einen anderen, oder? Kann man das vorstellen? Genau, richtig. Jetzt muss ich da zuerst noch schnell eine File holen. Jetzt mache ich hier noch die Kanten brechen mit den Filen. Auch das natürlich, gell? Ordnung muss sein. In jeder Schublade genau das Richtige. Einmal falsch versorgen, findet man es nicht mehr. Genau, muss immer wissen, wo man was hat. Ja. Wie sagt man jetzt dem? Das ist der Frässupport. Aha. Das ist der, der die Zahnräder dann fräst. Jawohl. Ich mache eigentlich so Arbeit relativ oft, weil ich eben einfach wirklich hobbymäßig selber Uhren herstelle, mache ich das relativ viel. Sonst für die Reparatur an sich macht man das nicht so oft. Also vielleicht einmal in der Woche. Also bei dir könnte man jetzt auch eine Uhr in Auftrag geben in dem Fall, oder? Genau. Es wäre natürlich toll, wenn jemand mal kommt und würde sagen, ich will eine Uhr, ich stelle mir das so und so vor, vielleicht mit einem Schlagwerk, mit einem ewigen Kalender oder was der Kunde auch immer wünscht. Und dann können wir das wirklich genau so machen. Und die Uhr, gell, die wäre ja Musik. Jetzt musst du mal deinen ganzen Namen noch mal in deinem romanischen Dialekt so richtig sagen. Das tönt ja wie Musik, gell? Mein Name? Ja. Ja, Mario Scarpatetti. Und wie würde deine Uhr heißen? Scarpatetti. Watch. Ja, hast du dir heute überlegt? Musst du den patentieren lassen? Ja, also ich habe ja eine Uhr, wo ich das Zahnrad davon patentieren lassen. Das können wir sonst noch einmal anschauen. Und die Sepp-Uhr heisst Kalender Perpetuum. Aber was heisst das? Kalender Perpetuum ist auch romanisch und heisst ewiger Kalender. Und das ist sie, die Uhr. Der Mario hat seine Arbeit bei den Zahnrädern unterbrochen und hat mir die Uhr erklärt. Also das ist eine Uhr, die ich selber konstruiert habe und selber in Handarbeit hergestellt habe. Das Spezielle daran ist, dass das eine Uhr ist mit einem ewigen Kalender. Das heisst, die Uhr dort selbstständig erkennen, ob ein Monat 28 Tage hat, 30 Tage oder 31 Tage und dort dementsprechend selber das Datum richtig schalten. Und das passiert alles mechanisch. Von der Anzeige her haben wir hier mal einmal das Datum, haben wir hier den Wochentag, oben den Monat, gegenüber das Jahr und in der Mitte, das ist die Mondphase, die hier mit der Mondkugel angezeigt wird. Wären wir jetzt beim Leermond, haben wir oder weniger? Genau, richtig. Das geht mehr oder weniger Leermond anzeigen. Noch haben wir hier unten einmal Sekundenzeiger, die man sieht, laufen. Der unten dran ist der Stundenzeiger und nachher haben wir zwei Minutenzeiger. Und zwar ist der dort einer, der jetzt gerade so etwa bei 24 ab ist, das ist unsere Minute, nach der wo wir leben, unsere Zeit. Und der andere Zeiger, das ist der Sonnenzeiger, das dort die Äquation anzeigen. Mhm. Also es wäre eigentlich Zeit, wo es wirklich nach der Sonne momentan wäre. Wie bist du jetzt auf die Idee gekommen? Wie hast du entworfen? Also das ist ja hochkompliziert. Ja, das mit der Äquation, das ist schon früher so gemacht worden. Weil früher hat man, um eine Uhr regulieren, um sie einstellen zu können, musste man auf etwas schauen. Dann haben sie immer auf Sonnenstand geschaut. Und mit so einer Uhr oder auch zum Teil in Tabellen haben sie das umgerechnet auf die sogenannte bürgerliche Zeit und haben so die Uhr eingestellt. Und dann natürlich nach dieser sehr, sehr interessanten Sache oben bei den Zifferblättern, den verschiedenen Angaben, ist unten natürlich auch etwas ganz Spezielles, oder?
Also das Bändchen genau. Ist klar, aber das ist da ein spezieller Stein von Boschiavo dran. Genau, richtig. Das ist ein sogenannter Sassalbo. Der ist 21 Kilogramm schwer. Hast du schon das Zecht schleifen auf das Gewicht oder hast du nach dem Gewicht eingestellt? Da haben wir einen Uhrmacher-Kollegen von Boschiavo gehabt. Der ist für uns hier in Steinbruch und hat sich den ausgesucht und hat vermutlich einen Haufen Stein gewogen, bis er genau den richtigen gefunden hat für uns. So sehen wir die Mechanik des Werks. Ganz hinten sieht man ein grosses Zahnrad. Das geht in 400 Jahren eine rum. Und das tut den ganzen Kalender steuern. Das ganz grosse Zahnrad, das wir sehen, das geht in 400 Jahren eine rum. Und das ist das Zahnrad, das entscheidet, ob du von 28 auf der Erst schaltet. Oder ob du vom 30. auf der Erst schaltet oder ob ein Monat 31 Tage hat. Das Ganze ist eine Erfindung von mir, die ich zum Patent angemeldet habe. Und das hast du jetzt hier auch eingeritzt, ja? Genau, richtig, ja. Und ist es das damit aufzeichnen und in Betrieb nehmen? Die Uhr muss man alle 25 Tage aufzeichnen. Hoppla. Ja, die läuft ganz schön eine Weile. Ja. Und wäre natürlich eben verkäuflich. Genau, ja. Das wäre jetzt so eine Uhr, wie man im Verkauf anbieten könnte. Könnte man aber natürlich auch individuell auf Kundenwunsch noch anders gestalten. Und zum Kundenwunsch zu erfüllen, braucht es eben viel Können und handwerkliches Geschick. Der Mario hat das und viel Engagement und Herzblut für all seine Uhren, die kleinen und die grossen. Uhren aus Holz gibt es auch, gell? Ja. Also wir hier in der Bijouterie verkaufen wir ja Uhren aus Holz. Genau. Einmal Uhren, die aus Holz sind. Das ist die Firma Holzhelden von Marbach, die die herstellt. Das wäre schon dein Traum, wenn du mal so ein du hättest ja das Zeug dazu, deine eigenen Marken so ein bisschen, Ja, also für meine Uhren, die ich selber herstelle, möchte ich sicher auch mal meine eigene Marke anmelden, ja. Jetzt muss ich den Fräser genau zentrieren. Genau. Da führst du jetzt so daher. Ja, genau. Also muss jetzt ein Spitzli muss jetzt genau auf Spitzli von dem, wie sagt man dem vorne da? Vom Fräser sein, ja. Genau. Richtig. Wie kommst du jetzt auf die Höhe? Da machst du jetzt mal eine Voreinstellung. Nachher musst du dann, genau, noch nicht da oben fein einstellen. Genau, ja. Jetzt nehme ich die Spitze wieder raus, weil dann so jetzt zentriert. Jetzt kommt wieder das Zahnrad rein. Da haben wir Teilung 18, ist Lochkreis 21 auf der Scheibe. Mit 3 Umdrehungen und 7 Löchern. Das sehen wir noch, was das heisst. Jetzt muss ich mal schauen. Lochkreis 21. Muss ich Scheibe wechseln. Das ist die falsche drauf. Und das ging eine Weile, hat er mir gesagt. Und ich bin dann rausgegangen im Verkaufsraum. Und diese Uhr hier, die ist mir aufgefallen. Ja, wenn man genau her schaut, majestätisch hat sich geschlagen mit einem langsamen Pendel. Und oben hat es etwas von Planeten. Unglaublich interessant, so etwas zu beobachten. Wenn man genau schaut, irgendetwas bewegt sich immer. Hier oben vielleicht nicht, aber da hinten dran, seht ihr, irgendetwas bewegt sich immer. Das eine ein bisschen schneller, das andere ein kleines bisschen langsamer. Ja, also Uhren, das ist wirklich etwas Beruhigendes. Da könnte man lang her schauen. Es ist fast wie bei einem Aquarium, wenn die Fischli drinnen schwimmen. Dann ist der Mario schon wieder da gestanden und ich habe ihn gefragt. Du, was ist das jetzt für eine Uhr da, die hier? Das ist eine, die ich in Zusammenarbeit mit Cornelius Mosberger von Moos gemacht habe. Und zwar hat der Mosberger den Oberteil gemacht, das Tellurium. Das ist eine Darstellung von unserem Sonnensystem. Also wir sehen im Zentrum gelb die Sonne. Dann sehen wir Venus und Merkur, die zwei innersten Planeten neben der Sonne. Dann kommt außen sehen wir unsere Erde und den Mond, der um uns herum läuft.
Und das ist auch, das hat er alles wirklich in Handarbeit gemacht. Das ist auch unangesehen, mit der Sternkarte ist in Handarbeit gemalt. Wahnsinn, hä? Und das ist quasi, das ist fast eine tausendjährige Uhr, oder wie sagt man denn? Ja, wie soll man dem sagen? Ja, also ja, es hat natürlich sehr wenig Abweichung. Das ist, funktioniert eigentlich sehr lang, ohne dass man da merkt, dass es eine Abweichung gibt. Und wie oft muss man jetzt die so aufziehen? Da? Die tut man einmal in der Woche aufziehen. Das ist hier unten das Gewicht. Das sind 15 Kilogramm, wo an einer, so wie einer Flaschenzug hängt, also ein Drehseil mit der Umlenkrolle. Und dementsprechend läuft es wirklich auch auf der Kingenhöhe eine Woche. Und oben dran, die Planeten, die bewegen sich dann, oder? Genau, richtig. Also ich kreise in alle ringsherum um die Sonne, wie in unserem Sonnensystem auch wirklich das vor sich geht, ja. Das war natürlich ein super Projekt, nehme ich an. Ja, das hat wirklich Spass gemacht, ja, genau. Ja. Gut, dann gehen wir jetzt zu den Zahnrädchen, zu den 18-10, ja? Ja, genau. Okay. Sonst bist du wenig in dem Verkaufsraum drin, natürlich, da. Ja, mit dem Verkauf habe ich eigentlich im Prinzip nichts zu tun, ja, genau. Muss man aber sagen, weißt du, so als Filmer fällt dem auf, so vom Licht her, ist wirklich, weißt du, auch der ganze Raum ist wirklich unglaublich schön gestaltet. Genau, richtig. Also ist noch nicht so lange her, hat der Letta das renoviert, unser Ladenlokal, und ist ja sehr schön. Super, gehen wir, hä? Ja. So, jetzt können wir sagen, 20 Minuten später, gell? Ja. Also es dauert einfach schon. Also. Ja, es dauert alles relativ lang. Also jetzt habe ich hier alles eingestellt, was ich vorhin auf den Tabellen abgelesen habe. Jetzt fange ich mal an mit dem ersten Zahnfräsen. Sie haben jetzt hier Lochkreis 21 drauf. Jetzt mache ich zwei Umdrehungen und 18 Löcher. Das heisst, ich gehe, jetzt gehe ich eine Umdrehung, zwei Umdrehungen und 18 Löcher weiter. Jetzt hier kommt der zweite Zahnfräst. Jetzt sehe ich hier, dass ich viel zu wenig tief bin, weil es noch keinen richtigen Zahn gibt. Das heisst, ich gehe jetzt hier, tue ich den Fräser weiter herabstellen. So nochmal durchfahren. Lange noch nicht. Gehen wir noch weiter runter. Also was siehst du das jetzt, was nicht gelangt hat? Ich sehe ihn einfach vom Auge, weil noch die richtige Zahnform ist noch nicht da. Jawohl. So gehen wir hier nochmal zurück in die Ausgangsposition. Thank you.
Muss ich gerne mal schauen, ob das so passt. Mal, das sieht gut aus. Und jetzt kannst du ja ein um den anderen, also in der Tiefe dann auch, hast du es auch eingestellt? Also, oder musst du es dann immer zwei, drei Arbeitsgänge machen? Nein, in der Tiefe habe ich jetzt auch eingestellt. Also jetzt ist eigentlich alles so eingestellt. Also wenn du es den nächsten machst, dann nachher? Im nächsten Zahn ist schon alles eingestellt, ja. Deshalb könnten wir mal machen, oder du? Genau, richtig. Jetzt kommt dann der nächste, ja. Dann noch. Tatsächlich, hä? Jetzt haben wir einen Zahn mehr. Und wie drüllt, also das drüllt jetzt automatisch noch, weißt du, das Rädchen dort? Welches Mal? Weißt du, das Zahnrädchen, weißt du, wo du jetzt 10 einfräst, das drüllt jetzt automatisch die nächste Position, oder? Nein, das. Da musst du immer das drehe ich von Hand. Aha. Das tue ich immer von Hand. Also das sind eben die zwei Umdrehungen und 18 Löcher, genau. Die jedes Mal wieder... Dann musst du jedes Mal dann wieder einstellen, gell? Genau, ja. Richtig. Hast du jetzt schon gemacht, oder was? Das habe ich jetzt eingestellt, ja. Schon der nächste Zahn, ja. Ich zeige so schnell dann gerade mal, wie ich das einstelle. Genau, ja, ja. Jetzt bist du da dann wieder, gell? Genau, jetzt ist wieder ein Zahn fertig. Jetzt muss ich hier zuerst den verschieben. Ah, eben drum. Ja, no, ja. Dann gehe ich hier vorwärts. 2x21, genau. 2x21 und noch 18 Löcher. Ah, dann so. Dann sind wir hier, ja. Stecke ein. Und jetzt ist bereit, um den nächsten Zahn zu fräsen. Jetzt ist das Zahnrad um die Position weiter. Ja. Man könnte natürlich unendlich viel zeigen, gell? Und es ist natürlich wirklich auch eine Nervenarbeit und natürlich eben, man muss es sehr, sehr gut können und viel Erfahrung haben. Was ist so dein grösster Wunsch, Mario? Ja, mein grösster Wunsch ist auf jeden Fall, dass ich weiterhin so selber Uhren konstruieren und bauen kann. Das ist das, was mir wirklich Spass macht. Und ja, genau. Das heisst, dass du mal vielleicht auch so gerne deine eigenen Marken so ein bisschen vertreiben. Und natürlich wäre auch super, ja. Wenn jemand jetzt hierher käme. Also, da wäre natürlich der Letten auch völlig offen, oder? Wenn jemand hierher käme, dass so eine Wunschuhr sich hier machen lässt. Genau, ja, das wäre für mich natürlich wirklich grossartig, wenn ein Kunde zum Letten käme, dann würde ich sagen, ich wünsche mir eine Uhr und so und so. Und dann würde ich das mit Freude herstellen.